Moin, moin. In der Beta war es ja so, dass manche Aspekte so stark waren, dass dadurch erst komplett neue Builds möglich wurden. Und ich bin jetzt mal auf die Suche gegangen und habe für jeden Charakter die für mich besten Aspekte rausgesucht, die ich so gesehen habe. Es kann sein, dass ich auch vielleicht einen übersehen habe jetzt bei der Recherche. Dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ich weiß auch, dass die Aspekte nochmal zum Release ein bisschen angepasst werden, haben sie ja geschrieben. Aber ich denke, die Grundmechanik von dem Aspekt, die bleibt gleich und es wird, wenn dann, ein bisschen an den Zahlen geschraubt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt beim Barbar, wie in diesem Video, die Aspekte verschlechtert werden, weil der eher verstärkt worden ist. Und außerdem gibt es natürlich auch noch ganz viele Aspekte, die wir noch nicht kennen. Also in der Beta, haben sie gemeint, gab es nur eine kleine Auswahl von Aspekten und im Endgame gibt es noch viel, viel mehr. Und wir legen mal los mit Platz Nummer 10. Nicht jeder Aspekt ist ein Barbar-Aspekt, manche sind auch allgemeine Aspekte, die man auf jedem Charakter nutzen kann. Aber zum Beispiel der hier, das ist jetzt mein Platz 10, verursacht pro Sekunde, die ihr stillsteht, 6,5% mehr Schaden bis maximal 30%. Der ist so stark, dass der für mich, obwohl es ein allgemeiner Aspekt ist, in die Top 10 gehört, weil der beim Barb einfach verschiedene Möglichkeiten hat. Einmal beim Dornbild, da bleibt man ja meistens kurz stehen. Und in der Zeit, wo man stehen bleibt, wird sofort jede Sekunde der Schaden erhöht von den Dornen. Und aber auch einfach bei Bosskämpfen. Als Nahkampfcharakter willst du natürlich an den Boss ranlaufen und draufhauen. Und in dem Moment bleibt man ja schon stillstehen und dann wird der Schaden erhöht. Ich finde den also ziemlich gut. Deswegen hat der Aspekt in die Top 10 geschafft. Machen wir weiter mit Platz 9. Manche Aspekte sind leider auf Englisch, weil ich nicht alles auf Deutsch gefunden habe. Ich habe auch nicht selbst alle gefunden. Also manche sind von mir selbst gefunden und manche sind einfach dann aus dem Internet. Direkter Schaden gegen blutende Gegner hat eine 36% Chance, die Gegner zu betäuben. Und das passiert aber auch nur bei einem Glückstreffer. Zu Glückstreffer mache ich nochmal ein extra Video. Auf jeden Fall ist das hier eine relativ hohe Chance. Das wird also sehr oft passieren. Und vor allem ist dieser Aspekt auf Platz 9 gelandet, weil der sehr viel Möglichkeiten bietet, denn Gegner zu betäuben ist einfach eine, also nicht die Betäubung an sich ist hier der Sinn, sondern die Sachen, die dann dadurch noch möglich sind, wie zum Beispiel, deswegen jetzt direkt der nächste Aspekt, Platz 8, dieser hier, wenn man einen blutenden Gegner betäubt, macht man 38% seiner aktuellen Blutung die als direkten physischen Schaden. Und die Kombination von diesen beiden Aspekten finde ich saugeil und deswegen habe ich die beiden jetzt mal direkt am Stück auf Platz 9 und auf Platz 8 gepackt. Ich denke, dass da natürlich auch noch mehr Sachen möglich sind. Es gibt auch andere Aspekte, die sich darauf beziehen, dass man Kontrollverlusteffekte auf Gegner macht und wenn man das macht, kriegt man einen Bonus. Betäubung würde da auch natürlich dazu zählen. Wir gehen weiter auf Platz Nummer 7. Fertigkeiten verursachen bis zu 48% in dem Fall, das rollt aber bis 68 hier, das ist also der Min-Roll bei mir sogar. Mehr Schaden basierend auf der verfügbaren Primärressource. Das bedeutet, wenn meine Primärressource beim Barbar Wut, wenn die voll ist, dann mache ich diese volle volle Zahl von 48% mehr Schaden. Beim Barbar wird es so sein, auch wenn der am Anfang der Charakter ist, der am schwierigsten seine Wut aufbauen kann, wird es, glaube ich, im Endgame so sein, weil es das auch jetzt schon so war bei manchen Builds, dass die Wut dauerhaft am Maximum ist. Unter anderem durch ein paar andere Aspekte, die ich noch vorstelle. Das heißt also, ihr habt höchstwahrscheinlich im Endgame immer maximale Wut und dementsprechend ist dieser Aspekt hier einfach mega stark. Denn der bezieht sich ja auf alles. Auf Dornen, auf Wirbelwind, auf alle Schadensquellen, die ihr habt. Und das ist aber hier, muss ich dazu sagen, auf einer Zweihandwaffe. Die Zahl ist deswegen so hoch, weil es auf einer Zweihandwaffe ist, aber der Barbar hat ja zwei Zweihandwaffen, könnte den also auch auf eine der beiden Zweihandwaffen packen. Die Aspekte auf den Waffen sind ja alle gleich aktiv. So, dann sind wir bei Platz Nummer 6, sorry. Und zwar ist das ein Dornenaspekt, auch der ist allgemein, nicht nur für Barbar, sondern für alle. Der davor war auch ein allgemeiner. Verursachter Dornenschaden hat eine Chance von 68% allen Gegnern um euch Schaden zuzufügen. Und der Aspekt macht diesen Dornenbild erst richtig stark. Den Dornenbild kann man auch ohne den Aspekt spielen, aber mit dem Aspekt wird er halt wirklich zu einem ernstzunehmenden Bild. Und auch hier der Roll 40 bis 80 ist, glaube ich, auch wieder auf einer Zweihandwaffe gewesen. Müsst ihr also aufpassen bei den Rolls. Vielleicht sind jetzt hier manche auch auf Amuletten, da werden die 50% besser.
Auf jeden Fall ist das natürlich dann eine Ansage. Und das ist dann auch genau dieser Schaden, den die Dorne, also der Dornenschaden, den man machen würde, der wird dann einfach um euch herum als Flächenschaden ausgeteilt. Und das ist ziemlich heftig, finde ich. Wir machen weiter. Jetzt geht's in die Top 5. Das wird auf Englisch. Hier geht's wieder um einen Glückstreffer. Wenn man einen Gegner mit einem Core-Skill, das ist in Deutsch eine Basisfertigkeit, also zum Beispiel Wirbelwind, Schaden zufügt, dann hat man bis zu 36% Chance, die Dauer von Berserker-Modus um eine Sekunde zu verlängern und wenn das ein Crit war, dann sogar um 2 Sekunden. Ich habe ja schon in dem Basic-Video erzählt, wie stark Berserker-Modus ist und ich denke, es wird definitiv einen Endgame-Build geben, der dauerhaft mit Berserker-Modus spielen wird. Also ich denke, es wird sogar möglich sein, wirklich auch dauerhaft im Berserker-Modus zu bleiben, mit der ganzen Kombination von legendären Aspekten und Skills, die man hat. Und deswegen ist dieser Aspekt einer der stärksten, weil man auch vermutlich mit, also die Glückstrefferchance hier, die ist hoch genug, damit das sehr, sehr oft triggert, kombiniert mit der Glückstrefferchance von dem Basisskill. Also man hat jetzt nicht 36% Chance, sondern das wird noch verrechnet mit der Glückstrefferchance vom Skill. Dazu, wie gesagt, mehr in dem Glückstreffer-Video, das ist sehr komplex. Aber ich kann euch schon mal sagen, also gerade mit Wirbelwind oder so wird man hier zum Beispiel immer und immer wieder diesen Effekt auslösen können und dadurch wird man höchstwahrscheinlich permanent im Berserker-Modus bleiben können, alleine nur schon durch diesen Aspekt. Man muss natürlich den Berserker-Modus irgendwie auslösen durch einen anderen Skill und dann in Kombination mit dem Aspekt den einfach immer wieder verlängern. Saugeil, das ist für mich Platz 5. Wir sind bei Platz Nummer 4. Wirbelwinds kritische Trefferchance wird um 12% erhöht für jede Sekunde, die ich es ausführe, bis zu 48%. Auch das ist, glaube ich, wieder auf einer Zweihandwaffe, aber es ist sogar sehr niedrig gerollt, denn hier sehen wir nämlich, hier waren die erweiterten Tooltips aktiv, 10-20% ist der erste Wert im Roll, also ich könnte auch 20% mehr Crit-Chance haben und es geht sogar bis zu 80%. Wenn man hier die Max-Rolls hat bei dem Aspekt. Und das ist aber, glaube ich, auf einer Zweihandwaffe, also ist das schon doppelt so gut wie auf einer Einhandwaffe. Aber das ist halt so krass, denn auch hier habe ich ja in dem Basic-Video erzählt, wie wichtig kritische Trefferchance ist. Denn die ist sehr schwer zu steigern. Den kritischen Schaden, den kann man relativ leicht steigern, aber die Chance nicht. Und hier in dem Fall kann man aber dann fast permanent critten mit Wirbelwind. Und das ist natürlich absolut krank für den DPS am Ende. Und deswegen glaube ich auch, dass Wirbelwind einer der besten Endgame-Builds werden wird beim Barb. Einfach durch diesen Aspekt und durch die Mechaniken, die Wirbelwind ja sonst dann noch bietet. Mit der Wutgenerierung. Dann Platz 3. Und das ist, finde ich, saukrass. Der Roll bei dem Aspekt ist 2-4. Deine Schreie generieren einfach Wut pro Sekunde, während sie aktiv sind. Und das geht für jeden Schrei. Also bei 2 Schreien gleichzeitig. Ich würde in einem Endgame-Bild vermutlich immer mit 2 verschiedenen Schreien auch spielen, generiert man dann pro Schrei diese Wut pro Sekunde und der rollt von 2-4 hier zumindest in diesem Codex-Aspekt und das heißt 4 pro Sekunde als Max-Roll. Wenn ich 2 Schreie zum Beispiel nutze, sind das schon 8 pro Sekunde und ich glaube, dass das einfach einer der wichtigsten Aspekte sein wird, der in jedem Bild vorkommt, weil die Schreie an sich schon so stark sind und wenn die dann auch noch Wut passiv generieren über Zeit, dann wird ein Barb erst richtig geil aus meiner Sicht. Und das führt auch dazu, dass man im Endgame, glaube ich, dann wirklich immer an der maximalen Wut, also dass man immer maximale Wut hat. Das gibt es ja jetzt bei einem Wirbelwind-Build schon. Vielleicht hat man das dann auch sogar mit anderen Builds als mit Wirbelwind. Und dazu nehme ich dieser hier, das ist jetzt mein Platz 2. Immer wenn man einen Schrei benutzt, wird der Cooldown reduziert um 3,9 Sekunden. Für jeden Gegner, der in der Nähe ist, bis zu einem Maximum von 12 Sekunden. In dem Fall rollt die 3,9, die rollt von 2,7 bis 5,4 und die 12 sind am Maximum. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, ob das auf einem Ring war oder auf einem Amulett oder auf einer Zweihandwaffe. Habe ich jetzt versäumt, mir zu merken, die Info, denn es könnte ja sein, dass diese Rolls auch noch besser gehen. Wenn das auf einer Zweihandwaffe wäre, vielleicht könnte man sogar diese 12 Sekunden noch erhöhen. Bin ich mir leider gerade nicht mehr sicher. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal dann
in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gerade aus dem Kopf wisst. Ansonsten müsste man das nochmal recherchieren. Das ist auf jeden Fall so krass, ja, weil ein Kriegsschrei normalerweise 25 Sekunden Cooldown hat. Und das ist einfach ein Tick zu lang. Und sobald ihr ein paar Gegner trefft oder die in der Nähe einfach nur sind, wird der Cooldown hier in dem Fall dann auf 13 Sekunden reduziert. Und dadurch hat man die Schreie fast permanent aktiv, weil die ja auch eine Laufzeit haben von 10 Sekunden in der Regel. Also je nach Schrei kann es sein, dass man dann wirklich permanent den Schrei aktiv hat. Und das ist fürs Endgame, gerade in Kombination mit dem letzten Aspekt, der Wut generiert passiv, ist das einfach absolut genial. Und der Barb wird, wenn ich mir das hier so anschaue, dann definitiv ein unglaublich starker Charakter im Endgame, vor allem, weil er ja 4 Waffen hat, die alle einen Aspekt haben können. Der wird also viel mehr Aspekte haben als die anderen Charaktere. Jetzt kommen wir zu Platz 1. Den finde ich einfach absolut Wahnsinn. In Kombination mit all dem, was wir gerade gehört haben. Jeder Punkt von Wut, den du generierst, während du schon maximale Wut hast. Jeder einzelne Punkt wird den nächsten Basisskill um 8% mehr Schaden zufügen lassen. Bis zu 240%. Also, wir gehen davon aus, ich bin jetzt bei 100 Wut und generiere einfach mal 40 mehr Wut. Dann wäre das schon 40 mal 8% mehr Schaden. Und das sind in dem Fall sogar genau die 240%. Stimmt das? 8 mal 4? Nee, 8 mal 4 ist sogar schon 320. Ich bräuchte sogar nur 30. 30 mal 8 ist 240. Also wenn ich bei 100 Wut bin, müsste ich nur 30 Wut generieren und hätte dann 240% mehr Schaden. Also ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet. Ja, das ist einfach absoluter Wahnsinn. Und vor allem geht das halt mit jedem Core-Skill. Und Core-Skills werden nun mal im Endgame, das sind die Skills, die man benutzen wird. Also Wirbelwind, Aufwühlen, Rend auf Englisch, Zerreißen ist das, glaube ich, der Blutskill. Es sind alles Core-Skills, also auf Deutsch Basisfertigkeiten, die man da benutzen wird. Und deswegen ist dieser Aspekt für mich auf Platz 1 gelandet. Und dieser Aspekt wird den Barb dann auch endlich auf ein Niveau anheben, wo er richtig ernstzunehmenden Schaden macht. Das, was er ja am Anfang noch nicht so wirklich macht. Vor allem wird er ja jetzt eh nochmal verbessert, der Wirbelwind. Also es könnte sein, dass das dann wirklich krass wird. Das war meine Top 10. Ich habe jetzt am Ende des Videos noch ein paar Aspekte, die es nicht in die Top 10 geschafft haben. Und zwar 6 Aspekte noch als Bonus, die ich aber auch einfach nochmal erwähnenswert finde. Grundfertigkeiten verleihen 7,5 Sekunden lang 25% Schadensreduktion. In meinen Builds bisher hatte ich zumindest immer eine Grundfertigkeit drin. Das ist zum Beispiel einfach Schinden, also einer der Blutungsskill oder wie heißt es? Raserei, Frenzy. Und einfach gegen Bosse 25% Schadensreduktion zu haben, ist saugeil. Ich glaube aber, dass man den vielleicht im Endgame nicht mehr benutzen wird, weil man dann vielleicht gar keine Grundfertigkeit mehr drin hat. Deswegen habe ich den nicht in die Top 10 genommen. Dann die Barriere-Kombo. Dazu gehört einmal der Aspekt, wenn ich einem Elite-Gegner Schaden mache, bekomme ich eine fette Barriere. Und das ist wirklich eine große Barriere. Die kann sogar bis 630 rollen. Das wäre fast so viel wie das Leben, was ich zu der Zeit habe. Und in Kombination mit dem hier, dass ich einfach 33% mehr Schaden mache, wenn ich eine aktive Barriere habe, finde ich die Kombi richtig geil. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das definitiv auch in einem Endgame-Build dann drin hat, weil man das alle 30 Sekunden nutzen kann, also vermutlich fast bei jeder Bossgruppe, wo so ein Elite-Gegner vorkommt. Dann haben wir noch den hier. Man generiert 15 Primärressource für alle 20% Leben, die man heilt. Ich glaube, dass auch dieser Aspekt in fast jedem Endgame-Build vermutlich landen wird. In dem Fall wäre das dann Wut. Und da man ja als Barb einfach reinrennt, wirbelt, man hat vermutlich Lebensraub in irgendeiner Form. Man bekommt einen Haufen Schaden, heilt das sofort wieder weg und dadurch generiert man Wut. Klingt für mich absolut geil. Dann noch eine schöne Kombo. Ich hatte ja schon in den Top 10 ein bisschen was über diese Blutkombo mit Betäuben. Hier haben wir einen Aspekt, der es dir ermöglicht, Leute zum Bluten zu bringen, obwohl du gar keine Blutskills benutzt. Und zwar immer, wenn man Schaden macht, während man im Berserker-Modus ist, wird 26% dieses Schadens als Blutschaden über 5 Sekunden zugefügt. Also könnte ich sowas sogar mit Wirbelwind kombinieren, wenn ich es einfach schaffe, im Berserker-Modus zu bleiben, könnte ich dann auch mit Wirbelwind diese Blutung zufügen und dann wieder die Aspekte aus der Top 10, dass ich die Leute dann betäube, die bluten, und dass ich dann Bonusschaden mache, wenn ich blutende Gegner betäube. Klingt auch ziemlich gut. Und jetzt der allerletzte Aspekt nochmal in dem Video. Jeder Punkt von Wut, den ich generiere, wenn ich am Maximum bin, also selbe Mechanik wie vorhin,
generiert Stehlung. Und ich denke auch hier, es gibt sehr viel Synergien mit Stehlung. Es gibt auch Aspekte, die Bonusschaden machen, wenn man gestählt ist und so weiter. Und ich glaube, dass ich mir auch vorstellen kann, dass so ein Aspekt in einem Endgame-Bild landet, wenn man eh schon permanent maximale Wut hat, dass man dann einfach auch gestählt ist, konstant. Klingt für mich saugeil. Also Barb hat, ich glaube sogar für mich jetzt die besten Aspekte von allen. Druide ist auch nochmal richtig geil. Also natürlich hat jeder Charakter geile Aspekte, aber die Barb-Aspekte, die machen mir am meisten Lust einfach darum, dann ein Endgame-Bild zu designen. Also die sind einfach sehr kreativ und da kann man sich schon richtig gut vorstellen, wie geil das dann einfach wird. Vor allem sind das ja einfach noch nicht alle. Es kommen ja noch sau viele andere. Das war's mit dem Video. Hoffe, hat euch gefallen. Vielleicht waren ein paar Aspekte dabei, die ihr noch nicht kanntet. Und wenn ich jetzt hier doch welche vergessen habe, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Video.